Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 im Alltagsleben. Wir starten heute wieder mal bei Ute wie heißt sie? Kim, ja. Ich und Namen, das sind zwei so Sachen. Du könntest malen, meine Süße. Nicht am PC, sondern... Gemälde verwerfen, das ist eh noch nicht groß angefangen. Okay, kostet uns natürlich was, aber... Mal du mal ein Landschaftsgemälde. Das können wir dann nämlich verkaufen. So, du kannst mal hierher kommen, meine Liebe. Du musst doch bestimmt noch deinen sozialen Medienstatus aktualisieren, genau. Aktualisieren. Können wir gleich nochmal ein Bild teilen und dann anschließend Anzahl der Follower überprüfen. Du doch nicht. Entschuldigung. Berichte ausfüllen. Du musst Berichte ausfüllen. Mehr Auswahl. Web. Berichte ausfüllen. So. Hab einen Freund oder eine Freundin? Ja. Malerei bist du bei 1. Was könntest denn du noch gewinnbringendes machen? Das da reparieren zum Beispiel. Wäre ja auch schon viel wert. Dass wir euch mal so ein bisschen Geld bringen. Das wäre ja kein Fehler. Aber erstmal muss die Ute 2, 3 Bilderchen malen. Das geht ja relativ fix. Können wir dann verkaufen. Dann sind wir zumindest ein bisschen im Plus. Wie sieht denn eigentlich dein Schreibtalent aus? Ja, wunderbar. An Sammler verkaufen. Gibt 180. Verbraucht haben wir... Mal du mal ein klassisches Gemälde. Ein großes. Gekauft, also verbraucht haben wir 100 für die Leinwand. 80 im Simoleons Plus. Das ist doch schon etwas. Du machst deine Berichte. Anschließend darfst du das da reparieren. Genau. Und dann... Oh, das sieht alles ganz... Wann musst du zur Arbeit? 13 Stunden. Du auch, ne? Genau. Aha. Susapnusch. Ich frage, ob sie ein Buch schreiben könnte. Hast du Schreibtalent? Geschicklichkeit, Logik, Malerei, Schelm. Videospiele bist du auf 4. Könntest natürlich dann mal bei einem Wettbewerb mitmachen, ne? Wie lange brauchst du noch? Ja, noch ein bisschen. Hälfte hast du, okay. Können wir eigentlich natürlich mal die Geschwindigkeit hochsetzen. Wäre eine Möglichkeit, da wir hier eh jetzt gerade nur ein bisschen warten können. Geht das Ganze natürlich ein wenig schneller. So, einmal an Sammler verkaufen, bitte. Du darfst hier anschließend noch... Braucht man da nicht wischen? So, du malst bitte noch eins. Klassisches Gemälde. Mal nochmal ein großes. Interessant, da gibt es keine Pfütze. Gut. Auch nicht verkehrt. Dann kannst du anschließend mal Spiel spielen, an Anfängerturnier teilnehmen. Sims Forever. Oder fangen wir mit Big Block. So, können wir nochmal hochgehen mit der Geschwindigkeit. Level 4 der Malerfähigkeit erreicht. Kim hat folgende Tuning-Teile erhalten. Ah, du darfst ja danach auch noch wegwerfen. Beziehungsweise erstmal plündern und dann wegwerfen. Und das Geplünderte können wir auch noch... Level 5 der Videospielfähigkeit erreicht.
Du bist fertig. Wunderbar. Du kannst an Sammler verkaufen. Dann darfst du hier mal ein bisschen graben. Wir brauchen nämlich Geld. Hier kannst du nach einem Frosch suchen. Was ist das? Löwenmäulchen. Ernte du mal. Können wir bestimmt auch verkaufen, dass wir ein bisschen Geld mal zusammenkriegen. Na, was hast du gefunden? Eine Kapsel ausgegraben. Okay. Dann darfst du die öffnen. Da suchst du mal nach einem Frosch, genau. Vielleicht wird das ja der Prinz. Kim ist im Spieletunnel Zweiter geworden. Wunderbar. Ein Eierpflanzenfrosch. Okay. Gibt nur 10, aber gibt immerhin. So, Löwenmäulchen und eine gewöhnliche Figur. So, dann darfst du noch dein soziales Netzwerk mal machen. Bild teilen. Anzahl der Follower überprüfen. So. Das sieht doch schon mal alles gar nicht so schlecht aus. Du solltest hier, glaube ich... Ach so, das darfst du jetzt wegwerfen. Du hast geplündert. Wunderbar. Gibt auch wieder Geld. So, 686 Simoleons haben wir jetzt schon. Ist zwar noch nicht die Welt, aber es ist schon mal ein Anfang. Und damit würde ich dann sagen, schwenken wir mal rüber. Hast du deine Tagesaufgabe erledigt? Jawohl. Soziale Medien hat 15 Follower dazu gewonnen. Okay. Jetzt darfst du noch dein Bild posten. Und dann können wir, denke ich, nächstes Mal auch nochmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Dass die Mädels mal auf den grünen Zweig kommen. Ich dachte, das wäre ein gutes Bild zum Teilen. Du hast es echt verdient, dass man über dich lacht. Okay, war wohl nicht so gut. 330 Follower. So. 100 Follower besitzen, das ist doch schon mal gut. Soziale Medienstatus ist auch gut. Und dann würde ich sagen, wechseln wir mal zu unserem anderen Trupp. So, speichern und zu Welten verwalten gehen. Für jede Karriere gibt es eine ideale Emotion. Fahre über die... Über die, genau. So. Für die... -53. Eine Haushaltshilfe, okay. Wow, du bist voll am Abtanzen. Du, mein Lieber, solltest dringend zur Arbeit gehen. Zur Arbeit gehen. Wow, du hast noch ganze 10 Minuten. Das wird ja wieder der Brüller. Wie sieht's mit dir? Ach, du hast keine Arbeit. Du musst noch Videospiele spielen. Spiel spielen, My Sims to Go spielen. Level 2 der Tanzfähigkeit erreicht. Du musst mit Sicherheit noch kochen, oder? Genau. Essen zubereiten. Qualität ausgezeichnet. Du nimmst eine Portion, den Rest stellen wir mal da in den Kühlschrank. So, mach du mal arme Ritter. Einzelportion. Level 6 der Kochfähigkeit erreichen. Genau, und Level 2 der Feinschmecker-Kochfähigkeit. Arme Ritter zubereiten. Wunderbar. Bist du schon wieder zurück? Ja.
Dann darfst du dir mal hier in Foren Web Anmachsprüche lösen. Bea, kunstig suchen? Nee. Schreiben, Haushalt. Haushalt? Nee, adoptieren wollen wir nicht. Spiel spielen, Bestellung. Gibt's ja gar keine sozialen Medien für ihn. Da, in Foren provozieren, genau. Level 6 der Kochfähigkeit erreicht. Glückwunsch, Yuki. Das war ein Ziel. Jetzt brauchst du noch Level 2 der Feinschmeckerfähigkeit. Ah. Hat er einmal Schweinerei gemacht, der Kleine. Und stinkend tut er auch. So, ich muss dich was Wichtiges fragen. Hättest du Lust, mit mir abzuhängen? Wer fragt denn das? Nö. Die ist doch verheiratet. Da wird gar nichts abgehangen. So, das machen wir mal dahin. Dann darfst du mal ein Gourmet-Menü zubereiten. Frittiertes Gemüse, auch eine Einzelportion. Ihr seid am Essen, du bist am dich am Amüsieren. Gerade erst begonnen, passt. 50% erledigt. Yuki hat die Feinschmecker-Kochfähigkeit erworben, wunderbar. Und 50% erledigt, okay. So, du bist fertig mit Essen, dann darfst du das hier mal wegwerfen. Und anschließend Essen geben. Apfelmus. Ja, er hat Hunger, genau. Und dann darfst du ihn noch gerne mal entstinken. Windel. Wow. Einmal Küche abfackeln. So, Windel wechseln, genau. Chips. Ach so, das macht die Mami. Okay, aber die muss, glaube ich, immer noch, genau, Essen zubereiten. Darf sie dann machen, sobald ein Gourmet-Menü. Was hätten wir denn noch? Pasta Primavera. Einzelportion, bitte. Jawohl, einmal auf den Tee werfen. Kommt gut. Denkfähigkeit erworben. Jens Bär. Wunderbar. So, Sprechen beibringen. Kannst du ruhig mal machen. So, was ist mit dir? Tagesaufgabe erledigt. Nein, aber du hast Hunger. Okay. Öffnen. Gibt ja genug zu essen da drin. Video Level. Ach so, hast du eigentlich Tagesaufgabe erledigt? Ja, hast du. Level 2 der Feinschmecker-Kochfähigkeit erreicht. Und Tagesaufgabe erledigt. Wunderbar. Dann kannst du hier eigentlich mal säubern. Und hier aufräumen. Säubern. So. Dir müssten wir noch einen Job geben, ne? Du bist gerne in der Natur. Was nehmen wir denn da? So, Polizistin, Wissenschaftlerin, Ärztin.
Verbrecherin, Technikguru, Sportlerin, Politikerin, Leckermaul, Kritikerin, Geheimagentin. Das könnten wir machen. Machen wir das mal. So, Daten durchsuchen. Da darf sie dann gleich mal mit anfangen. Mehr Auswahl, Web, Geheimdienstdatenbank durchsuchen, genau. So. Was ist mit ihm? Er ist müde, okay. Bad, Getränk, hoch, essen. Knuddeln, brabbeln, nee, er will eigentlich ins Bett. Gute Nachtgeschichte. Genau, der Araf darf das machen. So. Yuki macht was? Kleinkind überprüfen. Du machst nix. Du sitzt da und kannst mal ein Spiel an einem Turnier teilnehmen. Spieleturnier mitmachen. Anfängerturnier. Sims Forever. So. Du legst dich hin, okay. Du bist überall grün, das ist gut. Du willst spielen. Wieso haben wir denn da unterschiedliche... okay, können wir bei Gelegenheit mal ändern. Haben wir eigentlich Post? Ne, haben wir nicht, aber wir müssen mit Sicherheit mal wieder Geld verdienen. Wer von euch hier die Malerin? Level 3. Du hast gar kein Level. Gar kein Level. Gar kein Level. Du hast Level 6. Wow. Dann darfst du... du kannst unten mal eins fortsetzen. Hast du das sogar angefangen? Sehr gut. Und dann natürlich hier unsere gute Sarah. Die müssen wir auch nochmal mit dem... Dominik war das, glaube ich, verkuppeln. Du darfst das Gemälde fortsetzen. Daten durchsuchen 75% erledigt. Wunderbar. Ich hoffe, sie hat bald die 100%. Wie weit bist du mit deinem Sims Forever? Okay, dauert noch ein bisschen. Dauert auch noch ein bisschen. Du spielst, okay. Was hast denn du eigentlich noch für... Du möchtest Programmieren üben. Und Araf muss in einer Stunde bei der Arbeit sein, okay. Marie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Sollte man eigentlich hinkriegen. Mit dem Turnier wird knapp. Noch 46 Minuten. Wie weit bist du mit deinem Bild? Was genau hast du an Bitte fortsetzen nicht verstanden? Du... Genau, fortsetzen. Oh, du bist müde. Hast aber noch 22 Stunden bis zur Arbeit. Okay.
Noch 28 Minuten. Ja, ich weiß nicht, ob sie das schafft. Ich hoffe es einfach. Sonst müssen wir abbrechen. Ah, du wirst das Bild wohl in der Zeit jetzt nicht fertig kriegen. Steht zu befürchten. Aber schauen wir mal, wie weit er kommt. Ja, wenn du das fertig hast, darfst du dich gerne mal ins Bettchen legen. So. Zeit für Arbeit. So, und du ebenfalls, Zeit für Arbeit. So, scheinbar sind meine Dienste bei dir heute nicht nötig, dann begebe ich mich zu meinem nächsten Kunden. Okay. Du bist am Pennen, du hast noch 10 Stunden bis zur Arbeit und musst aber noch deine schelmische Interaktion fortsetzen, mein Lieber. Mehr Auswahl, Kontakte knüpfen, in Foren provozieren. Marie ist zur Arbeit. Und er ist wütend. Warum? Hitzköpfig. Okay. Dann ist er halt wütend. Das ist sein Problem. Du schläfst. Dann könntest du mal das Bildchen hier verkaufen. Ach, hallo Saskia. Du hier. Und, ich habe gehört, dass du dich mit Max Villaral angefreundet hast. Den kenne ich nicht, aber ist ja egal. Sie ist angespannt. Schmutzige Zeit. Gibt es hier irgendwas, was du putzen solltest? Sich selbst vor dem Spiegel zu beruhigen. Das kannst du natürlich machen. So. Am Computer Informationen über Vampire suchen. Das kriegen wir auch noch hin. Vampirgeheimnisse nach Informationen über Vampire suchen. Wo bist denn du? Ach, da. Die zwei sind zur Arbeit. Sarah pennt. Yuki ist auch beschäftigt. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen im Großstadtleben wieder mit dabei oder übermorgen im Vampirleben. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.